was ist dein Anliegen? Ich glaube, wie bei 90% der Fällen wahrscheinlich der SP. Ich habe gestern schon dein Video, ich weiß gar nicht, wie oft ich das angeschaut habe, was du gestern eingestellt hast, weil da war so viel auch für mich drin. Das muss ich ganz ehrlich sagen, was mich so auch im Inneren berührt hat, weil ich gedacht habe, ja, ihr habt vollkommen recht. Ich glaube, das größte Problem, was wir haben, ist, dass wir wirklich immer viel zu viel nach außen schauen. Denke ich. Für mich denke ich das jetzt. Wir schauen immer nach außen und schauen, warum bewegt sich das nicht? Warum passiert das nicht? Und wir gucken gar nicht im Inneren, dass wir das gar nicht zulassen, dass wir gar nicht offen sind dafür. Also so habe ich das jetzt für mich so empfunden, dass ich gedacht habe, ja, du wünschst dir das immer, aber bist du selber da auf dieser Stufe, dass du das zulässt, dass du das, diese Offenheit hast? Und man erwartet immer von anderen Leuten, dass die offen, gerade beim SP wünscht man sich, dass der offen auf einen zukommt, aber man ist selber gar nicht so auf. Das ist ganz genau, da hast du ganz gute Erkenntnisse gehabt. Und es ist einfach, weil wir in einem Universum leben, das nur uns reflektiert, ist es nicht möglich, dass wir etwas reflektiert bekommen, was wir nicht selber in den Spiegel reinstrahlen. Absolut unmöglich. Und ich kann nicht warten, dass jemand anders die Dinge für mich tut oder macht oder zeigt, bevor ich es selber nicht mache. Aber ich habe ja diese wunderbaren Tricks, weil letztendlich, was abgeht energetisch, ob mir das jemand anders sagt oder ob ich es mir selber sage, ist energetisch hinterher das, was dann wieder bei mir rauskommt, wenn das bei mir angekommen ist, genau das Gleiche. Deswegen sind ja innere Gespräche so ein wirksames Tool, weil letztendlich kann man sich das wirklich so vorstellen, als wie wenn man auf einer Bühne steht und das Gegenüber ist gerade nicht da und ich stelle mir da einen Stuhl hin, damit ich meine Rolle üben kann. Und wenn dann das Gegenüber kommt und bereit ist, seine Rolle zu übernehmen, dann kann ich meine Rolle, dann weiß ich genau, wer ich bin. Und genau um das geht's, weil wir haben alle falsche Konzepte über unseren Seinszustand jahrzehntelang eingeübt, dass es jetzt natürlich darum geht, das Gewollte, die gewollte Rolle, den gewollten Seinszustand eben genauso einzuüben. Ja, jetzt gehen wir mal hin. Was stört dich denn am meisten, dass wir hier wirklich ein bisschen in die Tiefe kommen, um dann noch zu sehen, wo da noch Fehler in deinem Denken sind? Weil letztendlich sind es wirklich nur Denkfehler, die uns hindern. Genau, ich denke, dass es auch ein Mangel ist in mir selber, den ich da, gerade wenn es um Partnerschaft geht, dass ich da in so einen Mangel reinrutsche. In ein Mangeldenken, ja? Sagen wir mal in ein Mangeldenken. Mhm. Und das ist eben dieses Denken, wo wir halt immer wieder zurückfallen und sagen, irgendwas an uns ist nicht gut genug. Irgendwas an uns ist offensichtlich falsch oder nicht richtig oder nicht liebenswert oder sogar abstoßend. Und das sind die Annahmen und Rückschlüsse, die wir Jahrzehnte gemacht haben, weil wir haben ja immer so schön nach Erklärungen gesucht. Und oftmals war halt die Erklärung, ja, ich bin halt nicht liebenswert. Ich bin halt nicht gut genug, ich bin halt nicht attraktiv, ich bin halt was weiß ich nicht, was ich sein sollte. Oder wenn du mir jetzt erzählst, was du im Außen wahrnimmst, dann kann ich dir sagen, was in deinem Inneren abgeht. Ja, das passiert nicht so, wie ich mir das wünsche. Sagen wir mal, dass ich mir jetzt wünsche, dass... Aber was passiert denn? Was passiert denn? Erzähl mir noch mal, was passiert. Was passiert?
dass halt Gespräche nicht so in die Tiefe gehen, so möchte ich das gerne mal formulieren, dass man einfach nur, ja, Oberflächliches Geplänkel. Small Talk, genau so. Wie du vorher gesagt hast, nicht offen. Was glaubst du denn, warum er nicht offen ist? Weil ich nicht offen bin. Ja, aber was glaubst du, was sein Problem ist oder seine Ängste sind oder seine Zurückhaltung? Schüchternheit. Er ist schüchtern. Okay. Und warum ist er schüchtern? Vielleicht, weil ich mir das vorstelle. Weil der Es ist Spiegel klar, weil spricht du dir mir. das vorstellst, aber ich will wissen, warum du dir das vorstellst. Warum stellst du dir vor, dass er schüchtern ist? Woran machst du das fest? Wie erkennst du, ob ein Mensch schüchtern ist oder nicht? An zurückhaltenden Gesten. Zum Beispiel? Was macht er, dass du denkst, er ist schüchtern? Er spricht nicht aus, was gesagt werden sollte. Was sollte denn gesagt werden? Mach mal ein Beispiel. Zum Beispiel mal ein Treffen. Also er spricht nicht aus, dass er dich treffen will. Genau. Wie kommt es dann zu den Treffen? Ja, durch Zufall halt, Zufallstreffen. Okay. Aber nicht so, dass du jetzt dich bei ihm meldest und sagst, wollen wir uns treffen? Nein, nein, nein. Also das nicht. Nein. Warum machst du das nicht? Weil ich verrückt bin, weil ich das erwarte, dass ein Mann das macht. Du erwartest, dass es ein Mann macht, aber ein Mann macht es nicht, weil er schüchtern ist. Also er fragt dich nicht nach Treffen, weil er schüchtern ist. Richtig? Okay. Und nur deswegen ist er schüchtern, weil er dich nicht nach Treffen fragt. Oder ist er sonst, hat er sonst auch irgendwie schüchterne Art? Sonst auch schüchterne Art, ja. Er ist sehr zurückhaltend, ja. Also ängstlich. Genau. Wovor hat er Angst? Wahrscheinlich vor mir. Was könntest du tun, was ihn beängstigt? In Vereinnahmen. Er hat Angst, also er hat Angst, dass du ihn vereinnahmst, weil du solche Sachen in der Vergangenheit auch schon gemacht hast, Männer vereinnahmt. Ja, ich bin schon eine Glucke, das muss ich schon sagen. Also Vereinnahmen jetzt nicht, aber eine Glucke bin ich, glaube ich, schon, ja. Und wie wirkt sich das aus? Was kann ich mir unter einer Glucke vorstellen? Kennst du keine Glucke? Eine Glucke. Ja, die kümmert sich halt gerne. Die kümmert sich halt gerne um den Menschen oder um die Menschen, mit denen sie zu tun hat und umsorgt die gerne und so. Also das jetzt, ich glaube, das ist nichts Schlimmes. Nein, Ich glaube, das aber ist dann mehr frage was. ich mich, warum du dich nicht bei ihm meldest, um ihn zu umsorgen. Stimmt. Irgendwas geht da nicht ganz auf, oder? Das stimmt. Was ist jetzt? Bist du jetzt eine Glucke oder bist du schüchtern oder bist du zurückhaltend oder wartest du auf den Mann, bis er kommt und dann in deine Falle tappt und du dann die Falle zuschnappen kannst und ihn vereinnahmst? Herrlich. Ist das das Game? Herrlich. Sehr herrlich. Das geht in deinem Kopf vor. Das ist das, was du tatsächlich glaubst, was stattfindet. Und dass das nicht so ganz in Ordnung ist, hast du auch schon festgelegt. Stimmt. Und deswegen gibst du ihm jetzt die Rolle, dass er nicht in die Falle tappt. Weil wenn er nur einmal nach einer Verabredung fragt, dann ist es für dich die Erlaubnis, ihn zu vereinnahmen. Okay. Oder?
Habe ich jetzt so verstanden? So habe ich es eigentlich nicht gemeint, aber gut, wenn du mir das so erklärst, ja, das könnte irgendwie was dran sein, das stimmt. Könnte ja. was dran sein, oder? Wenn man mal so in die Vergangenheit guckt, ist das schon mal so passiert vielleicht? Ja. Ich bin eine Hellseherin. Nein, das sind Muster. Das sind ganz klare Muster. Das sind deine Ansichten, die du mir jetzt erzählt hast. Und es ist deine Geschichte. Das ist das, wie du dich selber quasi siehst. Und dir gefällt es nicht. Und du bist eben schüchtern, zurückhaltend sozusagen, weil du weißt, das ist nicht so das Game, das mich zum Erfolg führt. Und deswegen bist du zurückhaltend, weil du nämlich genau weißt, eigentlich innen drin, das Game, das muss geändert werden, das führt nicht zum Erfolg. Mein Beziehungskonzept, so wie ich das immer nenne, ist nicht von Erfolg gekrönt, weil ich die Menschen dann erdrücke. Und dann hauen sie ab. Nö. Oder? Nö. Sondern, was passiert dann? Irgendwann wird es mir zu viel, dieses ganze Gekümmere und was ich dann alles tue. Ah, weil du glaubst. Und dann gehe ich, verlasse dann eigentlich die Beziehung, dass ich vielleicht dann denke, ich denke dann, man tut so viel und man kriegt nichts zurück oder irgendwie so. So ein Eindruck, weißt du, ist dann wirklich, und dann eigentlich habe ich die Beziehungen meistens verlassen. Okay. Ja. Weil du eben diese Annahme hast, dass es ich so muss gehört, so viel tun. Dass es so gehört, dass du so viel tust. Hm. Aber ist es nicht interessant, dass du am Anfang in der Kennenlernphase eigentlich nichts tun willst? Und dann, wenn er dann in der Falle sitzt, dann musst du plötzlich so viel tun. Das ist ein interessantes Konzept, oder? Zuerst soll der Mann was tun, aber nur am Anfang. Und dann ist er eigentlich völlig entmachtet und du gibst. Und das Konzept, das dahinter steht, ist, ich bin schon bereit zu nehmen. Ich bin bereit, Aufmerksamkeit zu nehmen. Ich bin bereit, die Anfragen für Treffen zu nehmen, bis zum gewissen Grad. Und dann muss ich zurückgeben. Und zurückgeben und zurückgeben und zurückgeben und zurückgeben und zurückgeben und geben und geben und kümmern und geben und geben und kümmern. Das ist dein Beziehungskonzept. Und irgendwann mal wird es zu anstrengend. Wenn du jetzt aber erkennst, dass es nur deine Annahme ist, dass Beziehung so funktioniert, dann kannst du ja jetzt dir ein ganz neues Konzept ausdenken, so wie es dir gefällt, so wie es dir nicht so anstrengend ist, so wie du es haben willst, weil das Konzept, was du jetzt hast, das funktioniert ja so. Schüchtern, der ist zurückhaltend, also du bist am Anfang schüchtern und du bist am Anfang zurückhaltend, und wenn diese Phase vorbei ist, dann gibst du alles, bis du nichts mehr hast. Oder? Ja. Und es macht keinen Spaß. Genau. Also, musst du jetzt eine andere sein. Und zwar eine, die kriegt und nimmt und bekommt freiwillig, weil sie so großartig ist und nichts dafür geben muss. Das wäre mein Deal. Das wäre doch mal schön. Und übrigens, für die, die hier zuhören, es ist oftmals das Konzept von Leuten in Bezug auf Geld. Rödeln, rödeln, schaffe, schaffe, sich kaputtle, mache fürs Geld.
Es ist ein beliebtes Konzept. Ich muss mich aufopfern, ich muss mich kaputt machen für die Sachen, die ich haben will. Stimmt aber nicht. Ist nur eine Annahme. Weil es ist mein Universum, ich bestimme die Regeln, ich sage, wie es läuft. Ich habe das halt mal übernommen, dass ich so viel geben muss, damit ich was kriege. Weil ich es ja nicht wert bin sonst. Ich muss es ja aufwiegen. Ich muss ja meine Wertlosigkeit durch Tun und durch Engagement und durch Kümmern, muss ich meine Wertlosigkeit aufwiegen. Weil wenn ich nicht tue, kümmere, mache, gebe, dann würde man mich vielleicht als wertlos einstufen. Ich bin ja nur was wert, wenn ich tue, mache, gebe, kümmere. Und da kommen wir wieder zum Thema Selbstkonzept. Ich bin alles wert. Ich bin großartig. Ich bin die großartige Frau. Ohne, dass ich auch nur irgendwas mache. Es ist wahnsinnig toll, mit mir zusammen zu sein, mit mir zu reden, sich um mich zu kümmern, mir ein tolles Leben zu bescheren, zu schauen, dass es mir gut geht, dass meine Wünsche erfüllt werden. Das kann man sich doch gut vorstellen, oder? Weil wenn man das jetzt mal so ausgelebt hat und es anderen gegeben hat, dann kann man das ja auch anderen in die Schuhe schieben und sagen, ja, der andere findet es sicher auch toll, sich um mich zu kümmern, weil ich so toll bin. Jetzt geht es eben darum, dass du diese Frau wirst, die das annehmen kann. Und nicht nur die Frau, die das geben kann. Weil die Frau, die das geben kann, die wurdest du aufgrund deiner Überzeugung, dass du deinen Wert dokumentieren musst. Aber dein Wert ist der Wert, den du dir vorstellst. Du bist die, die du dir vorstellst. Dafür musst du nichts tun, du musst nur sein. Und dann siehst du auch keine schüchternen Menschen mehr, weil dann muss auch keiner Angst vor dir haben. Dass du dann plötzlich so viel tust oder machst. Also du musst das ganz neu dich selber erstmal anschauen. Wer möchtest du sein in einer Beziehung? Wie soll sich die Beziehung anfühlen, sodass du nicht weglaufen musst, weil es nachher zu viel ist und zu anstrengend? Wie ist es dir angenehm? Ja, dass sich das immer die Waage hält, was man füreinander tut. Oder dass man ja, aber wenn du tust und gleichzeitig, wie du vorher am Anfang von dem Video gesagt hast, im Außen guckst, wo es zurückkommt. Ich muss im Inneren gucken. Ne? Ist voll der Mangel. Ist voll der Mangel. Und wie kannst du das lösen? Indem du aufhörst zu tun und beginnst ausschließlich zu sein. Glücklich zu sein, begehrt zu sein, fröhlich zu sein, aufmerksam zu sein, interessiert zu sein, offen zu sein, empfänglich zu sein. Ja, das ist ja das Gleiche. Offen, empfänglich zu sein. Und wie du vorher schon vermutet hast, es liegt daran, dass du nicht offen bist und dass du nicht empfänglich bist. Ganz richtig hast du das vermutet. Aber offen in dem Sinne nicht von ja, bla, 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 ich bin offen für alles, ich bin offen, alles zu geben, ich bin offen, alles zu machen. Nein, nein, nein. Ich bin offen, alles zu empfangen. Dieses offen. Das ist ein anderes offen. Ja. Weil du hättest mir vorher gesagt, wenn ich gesagt hätte, ja, du bist halt nicht offen, dann hättest du mir gesagt, doch, ich bin mega offen. Richtig? Richtig. Ja, bist du auch. Du bist mega offen, alles zu geben. Aber jetzt geht es darum, dass du mega offen wirst, alles zu empfangen. Ja. Und wenn du mega offen bist, alles zu empfangen, dann ist Empfangen eigentlich normal. Und wenn ich normal empfange, Aufmerksamkeit, Liebe, all das, auch Geld, Geschenke,
dann kann ich nicht gucken, wo das Zeug ist, weil es ja da ist. Und das ist dieser Mechanismus, aus dem du rauskommen musst. Dieses, okay, jetzt gebe ich mal und dann muss es ja zurückkommen. Und dann guckst du, wo kommst du zurück, wo kommst du zurück? Ich komme gar nicht zurück. Jetzt muss ich aber mehr geben. Ich glaube, ich muss dem mal zeigen, wie man gibt. Und dann sieht er mal, wie man gibt und dann macht er es auch. Trugschluss vom Allerfeinsten. Trugschluss vom Allerfeinsten funktioniert so nicht. Und vielleicht kannst du mir sogar jetzt schon erklären, warum das so nicht funktioniert. Ja, ich denke, das hat mit meinem Innenleben und mit dem Außenleben zu tun. Und man guckt halt, man braucht gar nicht nach außen zu gucken, was kommt. Wenn man von innen gefüllt ist, dann zieht man das automatisch an. Ja, und der Trugschluss ist eben schon alleine diese Annahme, dass jemand nicht freiwillig gibt. Und es fängt ganz früh und heimlich und hinterhältig an. Wenn man ja so verliebt ist und gerne gibt und so weiter und so fort und es einem gefällt, eigentlich auch zu geben und sich zu kümmern, und dann kommt so von hinten so geschlichen so. Ist es jetzt hier im Ausgleich? Kriege ich da überhaupt was zurück? Und schon bin ich im Mangel. Schon bin ich im Mangel. Mhm. Ich kann nur geben, wenn ich nichts erwarte, zurück. Mhm. Ich gebe, weil ich weiß. Denn ich weiß. Ich kann genau im gleichen Maße empfangen. Ich bin im gleichen Maße empfänglich. Ich gebe nicht, um zu empfangen, mhm. sondern ich gebe, weil ich gerade Lust habe. Grundlos. Und empfangen kann ich auch grundlos. Mhm. Und jetzt kommt das Spiel mit der Waage. Mit dem Ausgleich. Das ist ganz hinterhältig. Weil dann suche ich auch immer, ob Ausgleich ist oder Suche nach Mangel, oder? Mhm. Ich suche immer noch nach Mangel. Ich suche dann nach Mangel. Wenn ich suche, das muss ausgeglichen sein. Aber wenn ich davon ausgehe, es ist immer ausgeglichen, respektive was immer ich auch gebe, ich kriege doppelt so viel zurück. Wenn das meine Annahme ist, wenn das das ist, was ich wirklich, wirklich festlege für mein Universum, mhm. dass ich das, was ich gebe, doppelt so viel zurückkriege. Dann wird das auch so sein. Dann wird es erstens mal so sein und zweitens muss ich gar nicht nach Ausgleich gucken. Mhm. Ich bin voll easy, relaxed, gebe nur das, worauf ich Bock habe und weiß, dass ich sowieso mehr als genug im Überfluss zurückkriege. Das ist auch ein ganz wichtiges Denkmuster für die, die immer im Mangel mit Geld sind. Mhm. Wenn ich das weiß, dass ich absolut versorgt bin, per se erfüllt, versorgt sowieso. Mit Liebe, mit Anerkennung, mit allem. Muss ich nur noch das machen und das geben, worauf ich wirklich Lust habe und was ich gerade gerne tue. Und dann geht kein weiterer Gedanke, der dann irgendwo guckt, kriege ich denn zurück. Mhm. Ich habe ja schon alles zurückgekriegt. Du kannst es ja auch so vorstellen, als seist du schon doppelt und dreifach für alles, was du jemals geben könntest, schon entlohnt worden. Mhm. Wie fühlt sich das an? Ganz schön nach Fülle fühlt sich das an. Ja, und entspannt, mhm. oder? Mhm. Voll entspannt. Und dann werde ich auch locker und dann werde ich entspannt. Und diese lockere und entspannte Energie, die nimmt den Druck raus. Mhm. Und wenn mein Umfeld oder mein SP plötzlich keinen Druck mehr von mir verspürt, weil ich immer gucke, was macht er, was tut er, wo ist er nicht, wieso fragt er nicht und so weiter und so fort. Was passiert dann? Man wird anders wahrgenommen.
dann werde ich anziehend, dann wirklich anziehend, dann ist die Energie da. Dann bin ich da, dann bin ich präsent, dann sucht man mich, dann will man mit mir zusammen sein, dann will man mit mir Zeit verbringen, dann will man sich mit mir verabreden, dann will man mit mir was erleben. Und dann will man von mir auch gerne Sachen annehmen. Weil das ist ja auch das Wahnsinnige, wenn ich die ganze Zeit gebe, da gibt es keinen Platz zum Annehmen. Da ist Verstopfung in der Pipeline. Und dann ist nicht offen. Das stimmt. Dann ist verstopft. Ja. Ja, und das ist genau diese Sache. Und der ist nicht schüchtern. Warum solltest du dir einen Mann schüchtern kreieren? Das ist nur eine Beschreibung für dich, für die Verstopfung, die du kreiert hast. Die erklärt man mit Schüchternheit. Und dann sind es die Menschen, die man dann endlich losgelassen hat von der Leine, der energetischen Leine, und womöglich ihn dann noch dabei beobachtet, wie er überhaupt nicht schüchtern ist und irgendjemanden anderen den Hof macht und nachläuft. Und dann merkt, der Typ ist ja gar nicht schüchtern. Der ist nur schüchtern, weil ich ihn schüchtern gemacht habe, weil ich ihn schüchtern gesehen habe, weil das für mich die geilste Erklärung war, warum der so auf Distanz geht. Das ist schön für mein Ego. Ja, der ist halt schüchtern. Aber der ist nicht schüchtern. Der ist für mich aus meiner Sicht, in meinem Universum, also aus deiner Sicht, in deinem Universum, in Wahrheit, das, was du sagst. Und jetzt ist der überhaupt nicht schüchtern, sondern der ist total verrückt nach dir. Sondern und will dich treffen und will dich kennenlernen und will offen sein. Ist offen. Der ist schon offen. Ja. Und du bist auch offen, aber offen anzunehmen. Offen, dich erobern zu lassen. Offen, dich kennenzulernen zu lassen. Offen für das. Und dann wirst du sehen, kommen in alle deine Beziehungen eine andere Dynamik. Weil wenn es deine Beziehungsdynamik ist, dann gehe ich davon aus, dass es auch mit Family und so weiter so läuft. Ja. Ja. Das stimmt, ja. Eben. Und hast du Kinder oder so? Nee, ich habe keine Kinder. Was ist deine engste Bezugsperson in der Familie? Ja, meine Eltern leben nicht mehr. Meine Nichte. Und die wird umsorgt? Die wird umsorgt, ja. Genau. Aber glaubst du, dass die auch mal sich gerne um dich kümmern würde und dir Freude machen würde, dir Geschenke machen würde? Das macht die. Und? Das kann ich sehr gut annehmen und ich freue mich auch immer. Auch wenn sie kommt, freue ich mich und doch. Und Ausgleich, Balance? Bei der frage ich da nicht nach Ausgleich und Balance. Das ist irgendwie, ich freue mich auch, wenn die ein ganz kleines Blümchen mitbringt oder sowas, wenn die kommt und das alles gut. Weißt du, wie das heißt? Bedingungslose Liebe. Das ist es wirklich, ja. Das heißt so, das ist ja so. Ja. Und das ist nur bedingungslos, keine bedingenden Gedanken. Du hast dich einmal entschieden, die ist super, die mag ich. Ja. Die mag mich. Wir mögen uns. Und genau. Wir geben uns gerne das, was wir uns geben. Genau. Und mit einem Mann muss es genauso sein. Ja. Ganz genau so. Aber dazu musst du erst ihn auch so sehen, quasi wie deine Nichte. Ja.
Und jetzt hast du sogar schon ein Beispiel, oder? Du weißt genau, wie das funktionieren kann. Das stimmt, ja. Und so gefällt es dir auch, oder? Auf jeden Fall, ja, natürlich. Ja, natürlich, klar. Also musst du den quasi so sehen, wie du deine Nichte siehst. Der mag mich, der ist interessiert, der schenkt mir gern was, der verbringt gern Zeit mit mir. Ich bin wichtig für ihn und so weiter und so fort. Weil das ist nämlich ein riesengroßer Fehler, den Menschen machen. Sie glauben, sie sind verschiedene Leute. Für die Nichte bist du die eine und für den Rest der Männerwelt bist du die andere. Ist nicht möglich eigentlich. Ja, bestimmt. Weil du bist die eine. Und es gibt keinen Grund, eine andere zu sein. Und das nennt man grundsätzlich, sich selbst zu sein und sich erlauben, sich selbst zu sein, integer zu sich selbst zu sein, zu wissen, ich bin in Ordnung, so wie ich bin. Der Punkt kommt nur, ich glaube, ich bin nicht in Ordnung für andere, weil ich mich tatsächlich anderen gegenüber sogar verstelle und eben Sachen mache, die ich eigentlich gar nicht machen will. Genau, das stimmt, ja. Und das ist der größte Blödsinn, den wir uns irgendwie mal zusammengebastelt haben, dass wir uns irgendwo verstellen müssen. Dabei verstellt sich ja das Universum, wenn wir uns verstellen. Ja. Und wenn du weißt, dass du absolut Erfolg hast in der Beziehung mit deiner Nichte, dich wahnsinnig wohlfühlst da, in der Art, in dem Selbst, in dem du so bist, dann ist es dein wahres Selbst. Und dann gibt es überhaupt keinen Grund, das überhaupt jemals zu verstellen. Und sich um andere zu kümmern und denen was zu geben oder sich zu freuen, wenn man Geschenke machen kann, das ist ja alles völlig in Ordnung. Nur wird es dann halt mangelig, wenn ich Ausgleich suche, weil ich davon ausgehe, dass der Ausgleich nicht gegeben wird. So, und jetzt hast du das verstanden. Ja. Musst eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel ändern. Du musst einfach das, was du zusätzlich getan hast, was dir nicht entsprochen hat, aufhören. Ist eigentlich noch ganz angenehm, oder? Ja, ich glaube, das kann ich mir gut vorstellen. Ich werde mir dieses Video bestimmt noch tausendmal angucken. Nein, weil die Tipps einfach, die sind mega von dir, die Tipps, die du gibst. Wirklich. Also ich weiß gar nicht, wie viele Videos ich schon von dir geschaut habe auf YouTube. Und das hat mir auch schon sehr viel bei der inneren Arbeit geholfen. Das ist wirklich so. Also da kann ich nur jedem zu raten, sich bei dir mal die Videos anzugucken und dann mal sich selber zu hinterfragen und denken, ja, die hat vollkommen recht mit dem, was sie sagt. Auch wenn das manchmal auch ein bisschen wehtut, wenn man dann denkt, ja, scheiße. Hast du auch gemacht und so. Aber das ist so wichtig, das zu machen, sich damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, das ist auch der einzigste Weg, dass man zu sich selber findet und vor allen Dingen die Liebe hier in sich drin für sich hat. Ich glaube, man läuft alles im Leben, wenn man sich selber mag. Genau. Ne? Und sich selber mögen ist eigentlich auch wiederum so leicht, weil man muss einfach aufhören, die Dinge zu tun, die man nicht mag. Ja. Ja, das stimmt. Ist eigentlich relativ simpel. Und Ja. wenn ich nur noch die Dinge tue, die ich mag, dann mag ich mich ja auch, weil Ja. ich tue ja Dinge, die ich mag. Da habe ich ja gar Genau. nichts mehr an mir auszusetzen. Aber wenn ich mich die ganze Zeit quasi selber vergewaltige, Sachen zu machen, Sachen zu sehen, Sachen zu denken, Sachen anzunehmen, die ich gar nicht mag, dann ist es klar, dass ich mich nicht mag. Ja, natürlich. Das stimmt, weil man sieht sich dann selber und denkt, was treibst du hier eigentlich und verbiegst dich hier für andere Menschen und so. Und man ist es ja gar nicht selber, dann verliert man ja auch vor sich selber so das Gesicht irgendwie. Das ist irgendwie, und wenn man das eine ganze Zeit lang macht, nur um Anerkennung und Aufmerksamkeit zu bekommen, das ist ja eigentlich Irrsinn, weil das kann man sich ja alles selber geben. Und das ist, Das aber da ist muss man Irrsinn erst mal und der Irrsinn liefern. funktioniert ja nicht mal. Genau.
Das ist ja der größte Irrsinn, dass er nicht mal funktioniert. Wenn es funktionieren würde, okay, könnte man sagen, ja gut. Das ist ein Weg. Es kann nicht funktionieren, weil energetisch ist es also eben absolut unmöglich. Mhm. Und das ist ja dieser Irrsinn, wo der Kopf einen dann wirklich so treibt, wo dann die Leute halt auch krank macht. Und die kleinste und harmloseste Krankheit ist ein Burnout. Und ja, die kommt genau aus diesem Mechanismus raus. Habe ich schon gehabt, ja. Mhm. Ja. Mhm. Genau aus diesem Denken, aus diesen Annahmen, aus dieser Meinung. Und der Ausstieg ist relativ simpel, wenn man das Verständnis hat, wenn man tatsächlich Energie erkennt und weiß, wie Energie wirkt, wenn man dieses ganze Konzept, wenn man dieses Prinzip mal verstanden hat. Mhm. Und dann muss man es halt trainieren und nicht vergessen und immer wieder an sich arbeiten. Ich mag das eigentlich gar nicht. Mit sich selber spielen ist eigentlich fast das Bessere, oder? Auf jeden Fall, ja. Weil es ist ja tatsächlich ein Spiel. Es ist ein energetisches Spiel. Es ist ein Spiel mit der Energie. Mhm. Das kann ganz locker sein. Das ist nicht anstrengend, dieses Spiel mit der Energie, wenn diese ganzen Ego-Vorstellungen irgendwann mal egal sind. Irrelevant. Mhm. Ja, wenn alles irrelevant ist, alle Zusammenhänge, das ist ja auch das Wichtige. Es gibt keine Zusammenhänge für Energie. Energie ist oder ist nicht. Mhm. Und unser Kopf macht immer Zusammenhänge und Analysen und Geschichten und so weiter und so fort. Das ist der Energie völlig egal. Wenn ich sage, ich bin attraktiv, das ist ein Fakt. Ich bin anziehend, ich bin gewollt, ich bin geliebt, ich bin erfolgreich. Mhm. Dann ist diese Energie am Start. Dann marschiert die und fängt an zu manifestieren. Mhm. Aber wenn ich halt am Start bin und mit der Vorstellung, ich bin nicht, mit der Identität, ich bin nicht attraktiv, ich bin nicht anziehend, weil, wenn ich ja attraktiv und anziehend wäre, dann würde ich ja nicht schüchterne Menschen anziehen. Ja, dann fängt dieser Quatsch an. Mhm. Und diesen Quatsch, den brauche ich überhaupt nicht. Ich mache Facts, ich lege Sachen fest. Und das ist eigentlich das Einzige, was ich machen muss. Ja, das ist wirklich simpel. Ich bin so, weil ich es sage, weil ich Schöpfer bin und du bist so. Weil ich es sage und weil ich Schöpfer bin. Eigentlich nicht schwer, ne? Überhaupt nicht schwer. Ja. Überhaupt nicht schwer. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich genial. Es ist, weil ich bin die Energie, die ich bin. Und ich sage, welche Qualität und welche Frequenz von Energie ich bin. Und da braucht es nirgendwo in meinem Universum, in meiner Welt, irgendjemand geben, der schüchtern ist. Mhm. Diese Sachen brauche ich gar nicht. Mhm. Es gibt keine schüchternen Menschen mehr in meinem Universum. Mhm. In deinem jetzt auch nicht. Wozu denn? Braucht doch niemand. Stimmt. Muss ich mir doch gar nicht zusammendenken, muss ich mir doch zusammenbasteln. Das gibt es gar nicht. Mhm. Es gibt nur offene Menschen. Menschen, die sind offen zu geben und zu nehmen. Offen für Freude und für Glück zu teilen. Schüchtern? Kriege ich mir nicht. Gibt's nicht. Brauche ich nicht. Ist nur eine verdammte Ausrede. Sehr weil, schön. Wenn ich in diesem Divine Design Universum der Fülle und der Erfüllung bin, dann brauche ich auch keine Angst zu haben. Weil das ist nämlich, wenn ich schüchterne Menschen in mein Universum kreiere, mache ich das maximal
eben, wie wir vorher besprochen haben, weil ich Angst habe, oder? Ja. Weil ich Angst habe, dass ich was falsch mache, dass ich nicht gut genug sein könnte, dass ich abgelehnt werden könnte und so weiter und so fort. Und dann braucht es dort natürlich ein Schüchternen. Sonst kann ich das ja für mich gar nicht generieren und kreieren, oder? Dann kann ich mich nicht gut abgelehnt fühlen, dann kann ich mich nicht distanziert fühlen, dann kann ich mich nicht zurückgewiesen fühlen. Ist doch super, wenn ich da jetzt hier einen Schüchternen habe. Da habe ich es mir das stimmt, richtig ja. gut kreiert, richtig ja, das gut stimmt. Generiert. Und damit kann ich auch umgehen, weil das kenne ich ja von Männern insbesondere. Kenne ich ja. Aber jetzt gibt es überhaupt keine schüchternen Menschen mehr, weil ich die gar nicht mehr generiere, sondern es gibt nur noch Menschen, die sind offen und fröhlich und zugänglich, interessiert, weil ich das auch bin. Und schon habe ich mein Universum umkreiert. Und um einen kleinen Exkurs zu machen für die Leute, die das jetzt hier hören, weil das ist immer wieder ein Thema, ich habe mir einen Narzissten kreiert. Da werde ich dann auch noch irgendwann mal ein tiefgehendes Video drüber machen. Aber es ist genauso, ob ich mir einen Schüchternen kreiere in mein Leben oder einen Narzissten. Der hat genau die gleiche Position. Ich brauche den, damit er mir zeigt, was ich über mich denke. Und das ist ja auch so ein Mechanismus, oder? Wo die Frau dann anfängt zu spulen und zu machen und zu tun und völlig ausgeliefert zu sein, weil sie irgendwie gut genug sein muss. Ja? Und ob das jetzt ein Schüchterner ist oder ein Narzisst oder sonst irgendeinen Ängstlichen, die habe ich mir da alle nur in mein Universum gebaut, damit sie mich in meiner Beschränktheit und in meinem Mangel reflektieren. Ja. Wenn ich das kapiert habe und mich in meine Fülle bringe, brauche ich von denen gar niemanden mehr. Die gibt es dann gar nicht mehr. Die sind dann plötzlich alle verschwunden. Und dann gibt es keine Schüchternen mehr, dann gibt es keine Narzissten mehr, dann gibt es keine, was weiß ich nicht was, Ängstlichen oder wie ich das im anderen Video gesagt habe, da wo ich mir einen mit einer Zwangsneurose manifestiert habe, ja. Oder Aufräumneurose. Ja, genau, das war letztes Video. Die gibt es alle gar nicht mehr. Brauche ich nicht. Weil ich bin perfekt, so wie ich bin. Ja, meine Liebe, ich glaube, du kannst dich jetzt mal ein bisschen entspannen. Kannst dich deines Lebens freuen. Und wenn du den mal wieder triffst, dann kannst du ganz locker, ohne irgendwelche Erwartungen oder sonstigen Geschichten, kannst du sagen, du, wollen wir uns mal zum Essen verabreden? Oder zu dem und dem, oder zu dem und dem. Keine Ahnung, was du gerne machen willst mit ihm. Ist ja auch völlig egal. Wenn da keine Bedingung dran ist, dann ist es völlig wurscht, ob es er sagt oder du. Oder du kannst ihn treffen und kannst sagen, ich weiß jetzt, dass er mich jetzt zum Essen einlädt. Oder was weiß ich, was du mit ihm machen willst. Das macht er jetzt. Das macht er jetzt. Logisch. Das macht jeder, der mich trifft. Der will sich mit mir verabreden. Das ist das Normalste der Welt. Und aus diesem Standing heraus ist es dann nachher auch wieder völlig egal, ob er fragt oder du. Weil letztendlich fragst du ja eh. Klar, weil ich es kreiere. Weil du es kreierst, weil es deine Welt ist. Und das ist genau das. Und dann kommt es ins Laufen. Es ist nur diese ganzen Scheißgeschichten, ja, der muss fragen. Aber der fragt ja nicht. Ist egal. Wir sind eh schon verabredet. Du bist eh schon mit ihm verabredet. Wie das dahin kommt, kann dir eigentlich völlig egal sein. Aber du musst die Frau sein, die logisch, mit der er sich die ganze Zeit verabreden will, mit der sich quasi jeder verabreden will.
Okay? Okay. Wunderbar. Dann wird es klappen. Jetzt haben wir alle Schüchternen dieser Welt geheilt. Es gibt keine Schüchternen mehr in unserem Universum. Alle, die dieses Video lesen, sehen, die haben verstanden, dass sie sich keine Schüchternen und auch keine Narzissten mehr kreieren müssen, weil es die gar nicht braucht, wenn ich mein Divine Design, meine Perfektion, meine Erfüllung als gegeben annehme. Immer. Ja, vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich auch ganz herzlich, wirklich. Ganz, ganz herzlich. Und wir freuen uns auf die Kommentare zu diesem Video, wie es den anderen gefallen hat, was es gebracht hat. Schreibt drunter, liked, teilt, weil es ist eigentlich relativ einfach, sich von diesem ganzen Scheiß in seinem Köpfelein zu befreien.